Ja, moinsen meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale. Und wir spielen auf, wir spielen die Herausforderung auf meinem Kanal. Und das ist ja die erste Herausforderung, die ich spiele, weil ich bin in der letzten Folge ja gerade erst Stufe 8 gekommen. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Wir haben einmal gewonnen, einmal verloren und ich bin, mäßig guter Dinge, dass wir vielleicht noch ein paar Siege hinzufügen können. Aber erstmal ist auf jeden Fall cool, dass wir das jetzt halt, ich weiß nicht, wie oft man das machen kann, anscheinend alle 2-3 Tage mal kostenlos. Ich finde das erstmal cool, dass wir das jetzt machen können, da haben wir halt ein bisschen Boni noch, was wir uns zusätzlich immer erarbeiten können. Denn so war es doch teilweise ein bisschen lame. Ich dachte manchmal, ja geil, Alter, so komme ich nicht vorwärts, meine Karten werden nicht besser und naja. Ihr wisst schon, was ich meine. So, was machen wir jetzt noch? Das Gift nehmen wir nochmal mit. Dann nehmen wir die Skelettarmee mit. Boah, das ist nicht so leicht. Ich kenne den nicht, ne? Ich kenne den nicht, aber ich nehme den jetzt einfach mit. In der Hoffnung, dass der was kann. So, sie erreicht auch so ein bisschen den. Ah, das reicht nicht wirklich, um die platt zu machen. Gut, dann warten wir jetzt erstmal, bis der Drache da fertig ist. Wir gucken jetzt erstmal, was wir dann zum Kontern haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der kann hier. Bei dem habe ich keine Ahnung. Nein, das ist nicht gut. Auf da! Oh, ey, und wieder kommt der fucking Drache, Mann. Will der mich verarschen? Immerhin. Immerhin noch. Scheiße, nicht mal mehr den einen Schuss rausgehauen. Blöde Kuh. Die finde ich übelst geil, die werde ich auch gern. So, jetzt kommen wir mal mit denen hier und dem Bowler dazu. Ja, können wir das Ding gleich für uns entscheiden? Ja! Sieg! Sieg! Sehr schön. Das Gift hat es entschieden und sonst hätten wir jetzt auch hier verkackt. Ganz ehrlich, da hätten wir verkackt. Locker. Locker hätten wir dort unten dann eben verkackt. So, haben wir noch eine Stufe höher geschafft. Dann kriegen wir immerhin schon 5 Karten. Und auf in den nächsten Kampf. Wir stürzen uns die gleich in den nächsten Kampf. So, ich nehme die Bogenschützen. Ich nehme... Boah, ich mag die ja gerne, aber... Na gut, ich nehme sie.
Dann nehme ich die Hexe. Und den Hacker. Ich weiß nicht, diese Runde, ich habe das Gefühl, das wird nichts. Das wird nichts. Boah, das Gift zieht aber auch richtig heftig rein, ne? Na, kriegt er sie? Nee, er hat noch einen Blitz da drauf gehauen, deswegen nicht. Ja, passt auf, dass ihr nicht so stark getroffen werdet, Mann. So, diesmal schicke ich die Hexe, wenn es vollgeladen ist. Und vorne werde ich dann gleich den Packer hinschicken. Komm schon. Oh, Digga, ey. Mann, ey, diese Runde gewinne ich nicht. Das Deck ist scheiße. Ne, das läuft nicht. Oh, lauf doch mal hinterher, Alter. Bist du so langsam? Ja, das wird nichts. Die Runde war nichts. Die Runde war gar nichts. Zum Brechen, meine Freunde, zum Brechen. Aber egal, wir hauen jetzt noch die letzte Runde rein. Von mir war das auch immer bei Hearthstone, mir war das am Ende schon... Ich habe mich immer der Niederlage schon mehr entgegengesehnt als dem Sieg. Einfach nur, weil ich kurz schnell die Karten haben will und fertig ist die Laube. Ja. So, die nehmen wir mit diesmal. Ist zwar derbe teuer, so, aber... Gut, ich hoffe, die anderen Sachen sind einigermaßen billig. Sonst haben wir hier das ultra teure Deck. So, jetzt haut er den Kasten da weg. Oh, scheiße. Und da kommen ernsthaft noch welche raus. Scheiße. Das war's. Ist was. Wie viel haut die rein? Ich weiß es gar nicht. Dann haben wir den immerhin auch schon mal.
Ja, sehr gut. So, die hauen wir auch mal eben weg. Ja, gut. Läuft! Ich krieg einen geile Truhe, Alter. Richtig geil. Ironie, Leute, Ironie. Ja, gut, also das war jetzt schon so scheiße, das finde ich schon nicht mehr feierlich. Aber egal. Jo, moin. Hat sich richtig gelohnt. Hätte ich auch gleich leiden lassen können, eigentlich. So, und jetzt kann ich halt nicht mehr rein, ne? Hab meine freie Runde verbraucht. Ich denke mal, die freie Runde gibt es irgendwie jeden Tag vielleicht. Kann man jeden Tag einmal rein? Schreibt es mal in die Kommentare, ich habe ja keine Ahnung. Die freie Runde werde ich dann wahrscheinlich jeden Tag machen und das war's dann auch immer. So. Das war's auch. Ja, war auf jeden Fall ziemlich scheiße. Aber gut. Mein erstes Mal, ne? Jetzt darf ich noch es als Ausrede benutzen. Später wird schwierig. Später wird es schwierig. So. Wie könnte man ein Turnier erstellen oder was? Im Clan zeigen. Und dann könnte man das Turnier festlegen und dann... Ich blech dann aber für die Belohnung quasi. Also ich bin derjenige, der zahlt für das Turnier. Hm. An sich okay, aber ja, mache ich jetzt erstmal noch nicht. Wird es wahrscheinlich irgendwann geben, aber auch die aus dem Clan können natürlich auch selber Turniere starten, denke ich mal. Nicht nur ich. Somit könnt ihr auch gerne mal ein Turnier in die Gruppe posten oder hier reinpacken. Weil ich denke, ihr werdet genauso wie ich die Möglichkeit haben, hier ein Turnier zu erstellen und dann dem Clan anzeigen. Ich denke, gerade die schon Arena 10 sind und ein bisschen mehr Kohle machen, ein bisschen mehr Crystals vielleicht machen oder wie die Juwelen machen, die können vielleicht sowas einfach mal in die Gruppe posten. In den Clan posten. Ja, und ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, das habe ich jetzt in Double Time eben durchgerappt und ja, bleibt stabil und haut da rein. Ciao!